Ja, hallo. Ich hatte ja vor ein paar Wochen zu einer Bottle Opener Challenge aufgerufen, wo Leute mitmachen können, einen Halter für einen Metallflaschenöffner aus Holz zu bauen. Erstmal möchte ich sagen, dass ich wirklich froh bin, dass so viele Leute mitmachen und wollte mich bei jedem dafür bedanken. Ich muss natürlich auch einen Halter bauen und habe dazu hier oben in meinem Regal, wo ich die Reste habe, ein bisschen Eiche gefunden. Daraus werde ich meinen Halter bauen und gerne könnt ihr mir dabei zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid und natürlich auch die anderen Ergebnisse anseht. Nachdem ich jetzt alle Teile grob zugeschnitten und verleimt habe, werde ich diese jetzt genau anzeichnen und dann die Grundformen ausschneiden.
Ja, mir ist jetzt hier leider ein Fehler beim Fräsen passiert. Ich war etwas unachtsam und da ist das zurückgeschlagen und hat das Teil hier leider zerstört. Ich werde jetzt hier ein neues Stück einsetzen müssen. Ich will nicht das ganze Teil hier neu machen. Von daher werde ich das jetzt hier schräg abschneiden und ich habe noch ein gleiches Stück mit derselben Maserung und das werde ich da dann neu einleimen und dann die Teile nacharbeiten. Ja, nach dem Verleimen sieht das Ganze jetzt so aus. Ich denke mal, wenn das nachbearbeitet ist, wird man davon nicht mehr viel erkennen. Randstellen wie hier zum Beispiel vom Fräsen, die sind nur wirklich sehr schwer wegzuschleifen. Ich helfe mir da immer ein bisschen weiter, dass ich vorerst mit einem Stemmeisen, mit einem scharfen Stemmeisen das leicht wegkratze und den Rest dann wegschleife. Ist fertig oder eher gesagt, er ist fast fertig, denn das Wichtigste fehlt ja noch und das ist der Flaschenöffner selbst. Diesen kann ich aber erst befestigen, wenn ich diesen ganzen Halter hier an der Hauswand festgemacht habe, da die eine Schraube hier verdeckt hinter dem Flaschenöffner sitzt. Dies werde ich jetzt machen. Thank you.
Ja, mein Bottle Opener ist jetzt fertig und an der Wand aufgehängt. Ich hoffe, euch gefällt mein Projekt. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich werde jetzt mal die erste Flasche öffnen. Prost!